Hallo, heute geht es darum, den Mauszeiger zu ändern. Mauseinstellungen sind zu finden unter dem Menü System, Einstellungen. Maus, hier gibt es drei Reiter, den Reitertasten, Bewegung und Zeiger. Hier kann man sich einen Mauszeiger aussuchen, groß oder klein für Linkshänder, für Rechtshänder. Wer mit den Mauszeigern nicht zufrieden ist, kann sich andere aus dem Internet herunterladen. Dazu besucht man die Seite gnome-look.org. Links gibt es dann die Kategorie X11 Mouse Themes, die klickt man an, sucht sich dann die besten Mauszeiger raus, lädt sie dann aus dem Internet herunter, klickt auf Download, klickt an auf Diskette, Festplatte speichern und klickt dann den Button OK an. Entpackt das Paket dann, macht einen Doppelklick drauf. Entpacken. Klickt dann den entsprechenden Ordner dazu an. Das wäre hier Silver. Geht auf Bearbeiten, Kopieren und kopiert jetzt den Ordner in den noch verborgenen Ordner .icons. Um den Ordner sichtbar zu machen, klickt man auf das Menü Ansicht verborgene Dateien anzeigen im Ordner persönlicher Ordner. Macht einen Doppelklick drauf, geht auf Bearbeiten, Einfügen und das war's auch schon. Klickt jetzt wieder auf System, Einstellungen, Maus und hier werden auch schon die neuen Mauszeiger angezeigt. Klickt den an, geht auf Schließen und schon wird der neue Mauszeiger verwendet. Die Schlüssel dazu findet man im Konfigurationseditor unter Desktop, Gnome, Peripherals und Maus. Hier ist der neue Mauszeiger. Das wäre der Schlüssel Cursor-Theme. Und die Größe kann man einstellen bei dem Schlüssel Cursor-Size-Theme.